Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Rechenregeln, Ergänzungen, Darstellungen und so weiter zu Exponentialfunktion und Logarithmus. Als erste Übersicht habe ich hier ein paar Rechenregeln für Exponentialfunktionen zusammengestellt und als erstes sehen wir da, dass eben a hoch x mal a hoch y gleich a hoch x plus y ist. Also als Illustration, wenn ich zum Beispiel a hoch 3 mal a hoch 2 rechne, dann ist das ja a mal a mal a und das Ganze nochmal mal a mal a und das ist insgesamt dann a hoch 5, also 3 plus 2. Das Gleiche gilt aber nicht nur für ganzzahlige Exponenten x und y, sondern für alle Exponenten aus den reellen Zahlen kann ich diese Rechenregel anwenden. Weitere Rechenregel ist a hoch x und das Ganze hoch y. Machen wir auch dafür ein kleines Beispiel. A hoch 3 und das Ganze hoch 2. Dann hätte ich also a mal a mal a und das Ganze zum Quadrat. Nochmal a mal a mal a. Und das ist dann also a hoch 6 insgesamt, also a hoch 3 mal 2. Und auch wieder hier dieselbe Rechenregel gilt nicht nur bei natürlichen Exponenten, sondern bei allen reellwertigen Exponenten. Letzte Rechenregel bezieht sich dann auf die Basis von Exponentialfunktionen. A hoch x mal b hoch x kann ich leicht zusammenfassen zu a mal b hoch x. Und diese Rechenregeln werden wir also im Folgenden an einigen Stellen ausnutzen. Dann definieren wir noch eine weitere wichtige Zahl, die sogenannte Eulersche Zahl e, die wir dann als Basis für Exponentialfunktionen verwenden werden. Wie man auf diese Definition kommt, werden wir später im Thema Finanzmathematik noch genauer sehen. Aber ich kann die Eulersche Zahl e definieren als Grenzwert von 1 plus 1 durch n und das Ganze hoch n. Ich habe also einen Wachstumsfaktor, der relativ klein ist, 1 durch n, den ich aber dafür ganz häufig aufmultipliziere, eben n mal. Und wenn ich also den Wachstumsfaktor immer näher an 1 ranschiebe, dafür immer häufiger aufmultipliziere, ergibt sich dadurch ein Grenzwert, den wir üblicherweise E nennen, benannt nach dem Mathematiker Euler, der dazu wichtige Ergebnisse formuliert hat. Und das E ist ungefähr 2,72. Hier stehen noch einige Nachkommastellen mehr und ist also auf euren Taschenrechnern oder im Softwarepaket eures Vertrauens fix mit eingegeben, dass wir damit rechnen können. Und mit Hilfe dieser Eulerschen Zahl kann man auch die Exponentialfunktion schlechthin definieren, die wir dann auch mit exp schreiben, als exp von x gleich e hoch x. Und diese Exponentialfunktion mit der Basis e hat ganz viele schöne mathematische Eigenschaften. Einige werden wir davon in den nachfolgenden Videos noch kennenlernen. Und deshalb hat die eben diese besondere Rolle, bekommt einen eigenen Namen mit exp von x, ist deshalb auf dem Taschenrechner mit einem eigenen Symbol belegt und zur Verkürzung wird die Exponentialfunktion auch häufig e-Potenz genannt. Und die Umkehrfunktion zu dieser e-Potenz, zu dieser Exponentialfunktion mit der Eulerschen Zahl, ist der sogenannte natürliche Logarithmus. Den werden wir hier auf den Folien mit ln für natürlicher Logarithmus schreiben, so wie er auch auf den meisten Taschenrechnern dargestellt ist. Alternative Schreibweisen, die man in vielen Lehrbüchern findet, ist auch einfach Log oder Logarithmus mit Basis e. Wir auf den Folien hier werden mit Log den dekadischen Logarithmus schreiben, so wie das auf den meisten Taschenrechnern auch der Fall ist. Und das wäre jetzt dann also eine ganz explizite Schreibweise, wenn man die Basis dahin schreiben möchte. Was heißt das also, dass das die Umkehrfunktion ist? Ich habe hier links den Funktionsgraphen der Exponentialfunktion mit Basis e hingeschrieben, e hoch x. Wir erinnern uns, also irgendwas hoch x geht immer durch den Punkt 0, 1 und durch den Punkt 1
irgendwas, was also auch immer hier die Basis ist. Und hier haben wir also diese Zahl e mit 2,72 etwa. Und dann haben wir hier das exponentielle Wachstum. Und die Umkehrfunktion geht also einfach den anderen Weg. Anstatt vom Wert 1 auf den Wert e zu kommen, gehen wir dann den umgekehrten Weg zurück. Ja, also an der Stelle 2,72 haben wir dann hier den Funktionswert 1 und an der Stelle 1 haben wir den Funktionswert 0 und so weiter. Ich kann also damit solche Exponentialgleichungen auflösen, wie wir das im vorigen Video in dem Beispiel auch schon gemacht hatten. Und mit Hilfe dieser E-Potenz kann ich jetzt Exponentialfunktionen auch nochmal anders hinschreiben. Wir hatten bisher als Schreibweise a hoch x verwendet, wobei a eben der Wachstumsfaktor war. Und wir können jetzt ausnutzen, dass a dasselbe ist wie e hoch der natürliche Logarithmus von a. Ja, weil das ja e-Funktion und natürlicher Logarithmus heben sich gegeneinander auf. Könnte also auch hier schreiben, exp von ln von a. Und der exp hebt also den ln auf und dann erhalte ich genau wieder a heraus. Damit können wir also schreiben, dass a hoch x dasselbe ist wie e hoch ln von a und das Ganze hoch x. Und mit unseren Rechenregeln, die wir uns vorhin nochmal angeschaut haben, können wir das x auch hier oben reinziehen und können schreiben e hoch ln von a, ich schreibe das hier mal in Klammern, mal x. Und diese Schreibweise brauchen wir relativ häufig im Nachfolgenden. Und ich schreibe hier mal ein neues Symbol dafür hin. Diesen natürlichen Logarithmus des Wachstumsfaktors nenne ich auch c. Dazu sagt man auch nominelle Wachstumsrate. Und dann kann man schreiben e hoch c mal x. Ich kann also jede beliebige Exponentialfunktion vom Typ a hoch x völlig äquivalent als e-Potenz schreiben, brauche dann halt eine entsprechende nominelle Wachstumsrate c und kann so zwischen Wachstumsfaktor und nomineller Wachstumsrate hin und her rechnen. Wenn ich es also umgekehrt schreiben möchte, ist c dasselbe wie e hoch a. Habe das also hier in den Folien auch nochmal zusammengeschrieben und ob ich dann schreibe e hoch c mal x oder exp von c mal x, ist ein bisschen Geschmackssache. Fassen wir also nochmal in diesem Satz alle drei Darstellungen von Exponentialfunktionen zusammen, die wir bisher gesehen haben. Wir waren eigentlich gestartet mit dieser Schreibweise groß a, das war sowas wie der Achsenabschnitt mal klein a hoch x. Und a konnte ich dann interpretieren als den Wachstumsfaktor. A konnte ich auch umschreiben als 1 plus r oder umgekehrt. Ich konnte die relative Wachstumsrate, die prozentuelle Änderung, schreiben als a minus 1. Und dann konnte ich dieselbe Exponentialfunktion schreiben als groß a mal klein mal 1 plus klein r hoch x. Und jetzt kommt noch eine dritte Schreibweise hinzu, wenn ich eben den natürlichen Logarithmus von a als c schreibe. Das werden wir im Folgenden die sogenannte nominelle Änderungsrate nennen. Dann ist das groß a mal e hoch c mal x. Und welche dieser drei Darstellungsformen in einer speziellen Fragestellung verwendet wird, hängt ein bisschen davon ab, was ich damit machen möchte. Zum Weiterrechnen beim Ableiten und Integrieren ist häufig diese Darstellung als E-Potenz ganz fein. Die Interpretation als relative prozentuelle Änderung ist natürlich diese Darstellung fein. Und wenn ich den Wachstumsfaktor verwenden möchte, werde ich diese Darstellung nehmen.